Ingeborg Bachmann an Paul Celan, Wien, 24. Juni 1949. Du Lieber, weil ich so gar nicht daran gedacht habe, ist heute, am Vortag,
im vergangenen Jahr war es doch auch so. Deine Karte richtig angeflogen gekommen, mitten in mein Herz. Ja, es ist so. Ich hab dich lieb. Ich habe es nie gesagt damals. Den Mohn habe ich wieder gespürt. Tief, ganz tief. Du hast so wunderbar gezaubert. Ich kann es nie vergessen. Manchmal möchte ich nichts als weggehen und nach Paris kommen. Spüren, wie du meine Hände umfasst, wie du mich ganz mit Blumen anfasst und dann wieder nicht wissen, woher du kommst und wohin du gehst. Für mich bist du aus Indien oder einem noch ferneren, dunklen, braunen Land. Für mich bist du Wüste und Meer und alles, was Geheimnis ist. Ich weiß noch immer nichts von dir und habe darum oft Angst um dich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du irgendetwas tun sollst, was wir anderen hier tun. Ich sollte ein Schloss für uns haben und dich zu mir holen, damit du mein verwunschener Herr drin sein kannst. Wir werden viele Teppiche drin haben und Musik und die Liebe erfinden. Ich habe oft nachgedacht. Corona ist dein schönstes Gedicht. Es ist die vollkommene Vorwegnahme eines Augenblicks, wo alles Marmor wird und für immer ist. Aber mir hier wird es nicht Zeit. Ich hungere nach etwas, das ich nicht bekommen werde. Alles ist flach und schal, müde und verbraucht, ehe es gebraucht wurde. Mitte August will ich in Paris sein, ein paar Tage nur. Frag mich nicht, warum, wozu, aber sei da für mich. Einen Abend lang oder zwei, drei. Führ mich an die Seine. Wir wollen so lange hineinschauen, bis wir kleine Fische geworden sind und uns wiedererkennen. Wir schälen die Zeit aus.
Wir stehen umschlungen am Fenster. Sie sehen uns zu von der Straße. Paul Celan an Ingeborg Bachmann, 20.08.1949. Meine liebe Ingeborg, du kommst also erst in 2 Monaten? Warum? Du sagst es nicht. Du sagst auch nicht, für wie lange, sagst nicht, ob du dein Stipendium bekommst. Inzwischen können wir ja, schlägst du vor, Briefe wechseln. Weißt du, Ingeborg, warum ich dir während dieses letzten Jahres so selten schrieb? Nicht allein, weil Paris mich in ein furchtbares Schweigen gedrängt hatte, aus dem ich nicht wieder freikam, sondern auch deshalb, weil ich nicht wusste, was du über jene kurzen Wochen in Wien denkst. Was konnte ich aus deinen ersten flüchtig hingeworfenen Zeilen schließen, Ingeborg? Vielleicht täusche ich mich. Vielleicht ist es so, dass wir einander gerade da ausweichen, wo wir uns so gerne begegnen möchten. Vielleicht liegt die Schuld an uns beiden. Nur sage ich mir manchmal, dass mein Schweigen vielleicht verständlicher ist als das deine, weil das Dunkel, das es mir auferlegt, älter ist. Du weißt, die großen Entschlüsse muss man immer allein fassen. Als jener Brief kam, in dem du mich fragtest, ob du Paris oder die Vereinigten Staaten wählen solltest, hätte ich dir gern gesagt, wie sehr ich mich freuen würde, wenn du kämst. Kannst du einsehen, Ingeborg, warum ich es nicht tat? Ich sagte mir, dass, wenn dir wirklich etwas, das heißt mehr als etwas, daran läge, in der Stadt zu leben, in der auch ich lebe, du mich nicht um Rat gefragt hättest. Im Gegenteil. Ein langes Jahr ist nun verstrichen. Ein Jahr, in dem dir sicherlich manches begegnet ist. Aber du sagst mir nicht, wie weit unser eigener Mai und Juni hinter diesem Jahr zurückliegen. Wie weit oder wie nah bist du, Ingeborg? Sag es mir, damit ich weiß, ob du die Augen schließt, wenn ich dich jetzt küsse. Paul.
Vergiss nicht, dass auch du plötzlich an jenem Morgen, als dein Lager noch nass war von Tau und die Nelke an deinem Herzen schlief, den dunklen Fluss sahst, der an dir vorbeizog. Und ich höre nicht zu. Paul Celan an Ingeborg Bachmann, Paris, 30. Oktober 1951. Merkst du's? Ich gebärde mich. Ich wandere die Häuser ab in der ganzen Gegend. Ich renne hinter mir her. Wenn ich nur wirklich wüsste, wie viel es jetzt geschlagen hat. Aber lager denn wirklich vor meiner Tür der Stein, den ich mich fortzuwälzen bemühe? Ach, das Wort kommt doch nur durch die Lüfte und kommt, ich fürchte es wieder, im Schlaf. Ingeborg Bachmann an Paul Celan, Wien, 10. November 1951. Lieber Paul, ich weiß, dass du mich heute nicht mehr liebst, dass du nicht mehr dran denkst, mich zu dir zu nehmen. Und doch kann ich nicht anders, als noch zu hoffen, als zu arbeiten mit der Hoffnung, für ein gemeinsames Leben mit dir einen Boden zu bereiten, der uns eine gewisse finanzielle Sicherheit bietet, der es uns da und dort möglich macht, neu anzufangen. Versprechen, Beteuerungen geben will und kann ich nicht mehr. Ich suche vielmehr nach einem Beweis, ganz gleich, ob du ihn annimmst oder nicht. Vielleicht ist das in deinen Augen sogar ein falscher und schlechter Beweis. Aber ich bin zur Überzeugung gekommen, dass ich diese Seite des Lebens besser leisten kann. Dass ich, wenn ich vorgebe, dich zu lieben, ihn leisten können muss. Dass du nicht hier bist, macht mir alles leichter und schwerer zugleich. Ich sehne mich auf eine schmerzliche Art nach dir und bin doch manchmal froh, dass ich jetzt keine Gelegenheit habe, zu dir zu gehen. Ich muss noch sicherer werden. Ich muss für dich sicherer werden. Gib mir keine Antwort, es sei denn, du müsstest sie von dir selbst ausgeben auf diese Zeilen meines Briefes. Schreib mir nur überhaupt. Schreib mir, damit ich dich weiß und damit ich nicht so allein bin mit den schnellen, flüchtigen Tagen und Geschehnissen, den vielen Menschen, der vielen Arbeit. Lass uns nicht mehr von Dingen sprechen. Sie bewegen nur.
Ingeborg Bachmann an Paul Celan, Wien, 21.01.1952. Dein Brief hat mich sehr unsicher gemacht. Ich verstehe dich und ich verstehe dich nicht. Es ist mir immer bewusst, wie schwierig alles war. Deine Abscheu und dein Zorn sind begreiflich. Was ich nicht verstehe, und das muss ich einmal sagen, ist diese schreckliche Unversöhnlichkeit, das niemals vergeben und niemals vergessen, das fürchterliche Misstrauen, das du mich fühlen lässt. Als ich gestern deinen Brief wieder und wieder las, war mir sehr elend zumute. Alles scheint mir sehr sinnlos und vergeblich. Mein Bemühen, mein Leben, meine Arbeit. Vergiss nicht, dass die Undeutlichkeiten, mit denen du ins Gericht gehst, eine Folge davon sind, dass ich ins Leere spreche. Ich habe keine Möglichkeit mehr, gut zu machen. Und das ist das Schlimmste, das einem widerfahren kann. Meine Situation wird immer gespenstischer. Ich habe alles auf eine Karte gesetzt und ich habe verloren. Was mit mir weiter geschieht, hat wenig Interesse für mich. Ich kann, seit ich aus Paris zurück bin, nicht mehr leben, wie ich früher gelebt habe. Ich habe das Experimentieren verlernt. Ich will auch nicht mehr. Ich will überhaupt nichts mehr. Fürchte auch nicht, dass ich noch einmal davon zu sprechen beginne. Ich meine, vom Vergangenen. Es kommt. Thank you.
Ingeborg Bachmann an Paul Celan, Wien, den 10. Juli 1952. Nani und Klaus habe ich wieder gesehen. Es ist mir sehr schwer gefallen, ihnen von dir zu erzählen und von diesen Tagen in Deutschland. Umso mehr, als ich nicht weiß, wie du heute dazu stehst, nachdem du Distanz gewonnen hast. Selbst mir ist noch nicht klar geworden, warum es zu all den Spannungen gekommen ist. Ich sehe nur deutlich, dass unser erstes Gespräch all meine Hoffnungen und Bemühungen des vergangenen Jahres zunichte gemacht hat. Dass du mich besser verletzen konntest, als ich dich je verletzte. Ich weiß nicht, ob es dir bis heute bewusst geworden ist, was du zu mir gesagt hast. Zu einem Zeitpunkt, wo ich ganz entschlossen war, zu dir zu kommen, dich wiederzugewinnen, mit dir in den Urwald zu gehen, in welcher Form immer. Und ich verstehe nur nicht, warum du ein paar Stunden oder Tage später, nachdem ich schon wusste, dass du zu jemand anderem gehst, mir vorwerfen konntest, dass ich in diesem deutschen Urwald nicht bei dir gewesen sei. Sag mir, wie kann ich bei dir sein, wenn du schon längst
von mir gegangen bist. Mir wird so kalt bei dem Gedanken, dass das schon lang geschehen ist und ich es nicht gefühlt habe, dass ich so ahnungslos war. Aber ich will es mit dieser Freundschaft versuchen, zu der du dich entschlossen hast. Sie wird noch lang nicht frei sein von Verwirrung. So wenig wie deine Freundschaft für mich davon frei sein kann. Und so bin ich auch jetzt mit ganzem Herzen bei dir, Ingeborg. Unter einem Weiß, was sich uns regt, ohne Gewicht, was wir tauschen, weiß und leicht,
Lass es wandern. Das Wandernde, klippenher winkend. Die Stirnen winkt es heran, die man uns lieh, um der Spiegelung willen. Die Schläfst du jetzt? Schlaf. Meermühle geht, eishell und ungehört in unseren Augen. So viel Unverfenstertes dort. Sieh nur, die Schütte müßiger Andacht. Einen und keinen. Ingeborg Bachmann an Paul Celan, Rom, 5. November 1961. Mein lieber Paul, wohl jeden Tag habe ich schreiben wollen, aber unsere Rückreise und für mich noch eine Reise dazwischen haben mich zu nichts kommen lassen. Wenn ich wenigstens noch, wie andere es können, einen Brief schreiben könnte in einer Stunde oder an einem Abend. Aber es ist seit langem schon wie eine Krankheit. Ich kann nicht schreiben. Bin schon versehrt, wenn ich das Datum hinsetze oder das Blatt in die Maschine ziehe. Ich möchte und ich wünsche, dass es dir endlich besser geht,
das dich mehr Gesundheit bewahren könnte oder mehr noch eine neue Fassung und Gefasstheit, dir die Gesundheit ganz wiedergeben könnten. Oft kommt mir vor, dass du auch schon weißt, wie viel an dir liegt und dass du dich von daher fassen kannst, wo du dich einsiehst. Unsere Lektionen werden immer schwieriger. Lass sie uns lernen. Grüße Giselle und komm, wenn es möglich ist. Alles Liebe, alles Gute. Deine Ingeborg. Erde, Meer und Himmel, von Küssen zerwühlt. Die Erde, das Meer und der Himmel. Von meinen Worten umklammert, die Erde, von meinen letzten Worten noch umklammert, das Meer und der Himmel, heimgesucht von meinen Lauten, diese Erde, die schluchzend in meinen Zähnen vor Anker ging, mit all ihren Hochöfen, Türmen und hochmütigen Gipfeln, diese rastlose Erde mit ihren zuckenden Magnetfeldern, die sich hier selbst fesselte, mit ihr noch unbekannten Kraftketten, diese betäubte und betäubende Erde mit Nachtschattengewächsen und bleiernen Giften und Strömen von Duft. Untergegangen im Meer und aufgegangen im Himmel. Die Erde. Die
Paul Celan an Ingeborg Bachmann, 21.09.1963. Liebe Ingeborg, ich hatte dich, als ich in der Zeitung las, du seist in Russland gewesen, sehr um diese Reise beneidet, zumal um den Aufenthalt in Petersburg. Aber kurz danach, Ende August, erfuhr ich in Frankfurt von Klaus Wagenbach, dass das gar nicht stimme, dass es dir vielmehr gar nicht gut gegangen sei und du eben erst wieder aus dem Krankenhaus zurück seist. Ich wollte dich darauf anrufen, aber du hattest noch kein Telefon. Jetzt schreibe ich dir ein paar Zeilen nur, um dich ebenfalls um ein paar Zeilen zu bitten. Lass mich doch bitte wissen, wie es dir geht. Ich habe ein paar nicht ganz erfreuliche Jahre hinter mir. Hinter mir, wie man so sagt. In den nächsten Wochen erscheint ein neuer Gedichtband von mir. Verschiedenes ist da mit einverwoben. Ich bin mitunter, denn das war so gut wie vorgeschrieben, einen recht kunstfernen Weg gegangen. Das Dokument einer Krise, wenn du willst. Aber was wäre Dichtung, wenn sie nicht auch das wäre? Und zwar radikal. Schreib mir also bitte ein paar Zeilen. Ich wünsche dir alles Gute, Ingeborg. Herzlich, Paul. Einiges ging seiner Wege. Ihr Dome. Thank you.
ihr Dome. Ihr Ströme. Unberauscht. Ihr Uhren.